Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Nee. Schade. Vor allem, wo tun wir das rein? Gleich nochmal. Tja. Also jetzt ist der sauer. Vielleicht damit? Ich weiß nicht. Der Stier ist wütend genug. Zeit für ein Rodeo. Aufschneiden vielleicht? Und heute, liebe Kinder, ich brauche eine Spritze. Zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Okay. Ist im Krankenhaus nicht irgendwo eine Spritze vielleicht gewesen oder so? Traktür. Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Wir haben einen Schwamm, aber der bringt uns wahrscheinlich nichts. Das allein reicht nicht zum Wischen. Ich brauche auch noch Dingens hier. Lust und Seife. Lust und Seife, wo kriegen wir das her? Lust und Seife. Okay, ich glaube, wir müssen dann vielleicht nochmal in Tonis Geschäft vielleicht. Gerade trete ich hier auf der Stelle. Ja, Tonis Hütte. Oder kann ich hier noch irgendwo rein? Ich habe es nur übersehen. Nee. Das ist alles, was ist das denn hier? Hier der Pfeil runter, was heißt das? Naja. Fenster! Guck mal durchs Fenster durch. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. Bringt es vielleicht was, wenn ich den Luftballon da durch... Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Ja. Wir haben den Dartpfeil. Und jetzt bräuchten wir sowas wie ein Gift. Und hat er nicht irgendwie so Beruhigungsmittel bei sich zu Hause im Schrank? Da kommen wir, aber wie kommen wir da ran? Ich habe irgendwo was übersehen. So. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Den Pömpel können wir auch nicht mehr nehmen. Irgendwo muss hier doch noch was rumfliegen. Wie kriegen wir das denn? Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Ja, genau, das wollen wir haben, aber wie kommen wir da dran? Damit vielleicht? Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt! Ja, hast nicht hingekriegt. So, mit dem Bohrer auch nicht. Aufbrennen? Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt! Nee, auch nicht. Mit dem richtigen Werkzeug. So. Ja, ich weiß nicht weiter. Oben ist hier auch nichts mehr. Vielleicht unten in der Couch. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Okay, also wir müssen irgendwie das Ding aufkriegen. Aber wie? Irgendwo muss noch was rumfliegen. Komisch. Klingel. Wo ist eigentlich dieses Fliegedings da? Ah. Hallo. So.
Nun gut. Ich bin überfragt. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. So viel Schrott und wir finden nichts, um das Ding aufzukriegen. Hier kann man ja auch nicht rein. Wo läuft er denn jetzt hin? Vielleicht nochmal zur Krankenstation. Da war doch der Dietrich. Da war ja auch nichts mehr drin, oder? Nee. Kaffee, Espresso-Tasse. Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Kann ich die mitnehmen? Die Tasse mit Betonung auf noch. Die Was? Tasse ist noch leer. Ach so. Mit Betonung auf noch. Ja. Warte mal. Geschlossenes Fach. Und da kommt wohl das Pulver rein. Okay, ach, wir hätten ja mal malen können jetzt bei der Dings. Aber jetzt gehen wir erst nochmal da hin und dann gucken wir mal, dass wir irgendwie diesen da das Teil da kriegen. Nur wie? Kann man die mit dem Schweißbrenner aufmachen? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ach so. Hier, du hast doch so ein Handschweißgerät. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ja, du sollst aber... Naja, okay. Was haben wir hier noch eigentlich? Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? Ja, ich bin echt überfragt gerade. Container. Nur gut. Da ist nichts mehr. Den kriegt er auch nicht auf hier. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Die Handschellen kriegen wir auch nicht. Da ist er zu klein für. Was ist das denn? Kann man das jetzt wieder zurücklegen eigentlich? Bringt das was? Jetzt ist die da oben drin, ne? Und wenn ich das... Ah! Strike! Ach ja. Handschellen. Cool. Die Verbrechensrate hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. So ungefähr seit meinem 18. Geburtstag. Zum Glück ist dafür die Jugendkriminalität nahezu komplett verschwunden. Aber was machen wir damit? Nee, ach so. Ja, will er nicht. Ja. Der ist so schwer, mit mitzunehmen. Aber halt so, ich bin ja eh... So... Baum, Gitter, Zellen. Da geht doch dann bei der Feuerwehr, geht da unten noch eine Luke auf. Ah, wo kommt man da eigentlich hin? Ach ja, okay. Ja. Wie entlocken wir dem Stier das Blut? Ich übersehe hier irgendwas. Was war das? Zellengitter. Nochmal nach oben, bitte. Jetzt sind wir hier.
Nee. Nee, ah, wir gehen erstmal. Jetzt gehen wir mal Kaffee malen, würde ich sagen. Notfallstation, Notfallstation. Dorfkern. So, was machen wir denn eigentlich mit den Handschellen? Naja. Aber er steht jetzt so schön hier in der Mitte und deshalb. Ach nee, ich mache noch keine Aufnahmepause. Wir gehen jetzt erstmal hier ran und dann mache ich eine Aufnahmepause. Na, Toni, altes Haus. So. Was haben wir denn hier? Guck mal, das da. Können wir schon mal da Eine reintun. Prise Schwarzpulver. Und das da. Eine ganze Chilischote. Und können wir das jetzt schon mixen? Fehlt nur noch eine Zutat. Ah, okay. So. Nur gut. So, dann mache ich aber jetzt eine Aufnahmepause, denn ich weiß auch nicht, wie es hier weitergeht. Vielleicht, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Vielleicht hier irgendwas beim Wenzel. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie die Bude fluten. Mal gucken. Was kann man denn noch machen? Naja, wir werden es in der nächsten Aufnahme sehen. Und jetzt, wenn ihr hier so schön im Dorf rumsteht, beenden wir diese Aufnahme. Und wir sehen uns dann. Ja, jetzt habe ich schon wieder tausendmal Aufnahme gesagt. Aber wir sehen uns trotzdem bei der nächsten Aufnahme sozusagen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid dann auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss.